den alten Narren. Ihr sucht den Prinzen Hamlet auf? Dort ist er. Gott grüß euch, Herr. Mein teurer Prinz, verehrter Prinz, meine trefflichen guten Freunde. Was machst du, Güldenstern? Ah, Rosenkranz. Gute Burschen, wie geht's euch? Wie mittelmäßigen Söhnen dieser Erde. Glücklich, weil wir nicht überglücklich sind. Wir sind der Knopf nicht auf Fortunas Mütze. Was gibt es Neues? Nichts, mein Prinz. Außer, dass die Welt ehrlich geworden ist. So steht der jüngste Tag bevor. Aber eure Neuigkeit ist nicht wahr. Lasst mich euch näher befragen. Worin habt ihr, meine guten Freunde, es bei Fortunen versehen, dass ihr euch hierher ins Gefängnis schickt? Ins Gefängnis, mein Prinz? Dänemark ist ein Gefängnis. So ist die Welt auch eins. Ein stattliches, worin es viele Verschläge, Löcher und Kerker gibt. Dänemark ist einer der schlimmsten. Wir denken nicht so davon, mein Prinz. Nun, so ist es keine für euch. Denn an sich ist nichts weder gut noch böse. Das Denken macht es erst dazu. Was macht ihr in Helsingør? Wir wollten euch besuchen. Nichts anders. Hat man nicht nach euch geschickt? Ist es eure eigene Neigung? Ein freiwilliger Besuch? Kommt, kommt. Geht ehrlich mit mir um. Wohlan. Nun sagt doch. Was sollen wir sagen, gnädiger Herr? Was ihr wollt. Aber jetzt zur Sache. Ich weiß, der gute König und die Königin haben nach euch geschickt. Was sagt ihr? Gnädiger Herr, man hat nach uns geschickt. Ich will euch sagen, warum. Ich habe seit kurzem, ich weiß nicht wodurch, alle meine Munterkeit eingebüßt, meine gewohnten Übungen aufgegeben. Und es steht in der Tat so übel um meine Gemütslage, dass die Erde, dieser treffliche Bau, mir nur ein kahles Vorgebirge scheint. Welch ein Meisterwerk ist der Mensch, wie edel durch Vernunft, wie unbegrenzt an Fähigkeiten, in Gestalt und in Bewegung, wie bedeutend und wunderwürdig im Handeln, wie ähnlich einem Engel, im Begreifen, wie ähnlich einem Gott. Und doch, was ist mir diese Quintessenz von Staube? Ich habe keine Lust am Manne und am Weibe auch nicht. Wiewohl ihr das durch euer Lächeln zu sagen scheint. Mein Prinz, ich hatte nichts dergleichen im Sinne. Warum lachtet ihr denn, als ich sagte, ich habe keine Lust am Manne? Ich dachte, wenn dem so ist, welche Fastenbewirtung die Schauspieler bei euch finden werden. Wir holten sie unterwegs ein. Sie kommen her, um euch ihre Dienste anzubieten. Der den König spielt, soll willkommen sein. Seine Majestät soll Tribut von mir empfangen. Da sind die Schauspieler. Liebe Herren, ihr seid willkommen zu Helsingør. Aber mein Oheim Vater und meine Tante Mutter irren sich. Worin, mein teurer Prinz? Ich bin nur toll bei Nord-Nordwest. Wenn der Wind südlich ist, kann ich einen Kirchturm von einem Leuchtenpfahl unterscheiden. Hört, Güldenstern. Und ihr auch. An jedem Ohr ein Hörer. Der große Säugling, den ihr da seht, ist noch nicht aus den Windeln heraus. Vielleicht ist er zum zweiten Mal hineingekommen. Denn man sagt, alte Leute werden wieder Kinder. Ich prophezeie, dass er kommt, um mir von den Schauspielern zu sagen. Gebt acht. Ganz richtig, Herr. Am Montagmorgen, da war es eben. Gnädiger Herr, ich habe euch Neuigkeiten zu melden. Gnädiger Herr, ich habe euch Neuigkeiten zu melden. Als Roscius ein Schauspieler zu Rom war. Die Schauspieler sind hier gekommen, gnädiger Herr. Bzz, bzz. Auf meine Ehre. Auf seinem Eslein jeder kam. Die besten Schauspieler in der Welt. Sei es für Tragödie, Komödie, Historie, Pastorale. Willkommen, meine guten Freunde. Oh, alter Freund, wie ist dein Gesicht betrottelt, seit ich dich zuletzt sah. Du wirst doch hoffentlich nicht in den Bart murmeln. Oho,
meine schöne junge Dame. Bei unserer lieben Frauen. Fräulein, ihr seid dem Himmel um die Höhe eines Absatzes näher gerückt, seit ich euch zuletzt sah. Gebe Gott, dass eure Stimme nicht wie ein abgenutztes Goldstück den hellen Klang verloren haben mag. Willkommen alle! Lieber Herr, wollt ihr für die Bewirtung der Schauspieler sorgen? Hört ihr, lasst sie gut behandeln, denn sie sind der Spiegel und die abgekürzte Krone des Zeitalters. Es wäre euch besser, nach dem Tode eine schlechte Grabschrift zu haben, als üble Nachrede von ihnen, solange ihr lebt. Gnädiger Herr, ich will sie nach ihrem Verdienst behandeln. Potzwettermann, viel besser! Behandelt jeden Menschen nach seinem Verdienst, und wer ist vor Schlägen sicher? Behandelt sie nach eurer eigenen Ehre und Würdigkeit. Je weniger sie verdienen, desto mehr Verdienst hat eure Güte. Nehmt sie mit. Kommt, ihr Herren. Folgt ihm, meine Freunde. Morgen soll ein Stück aufgeführt werden. Höre, alter Freund, könnt ihr die Ermordung des Gonzago spielen? Ja, gnädiger Herr. Gebt uns das morgen Abend. Ihr könntet zur Not eine Rede von ein Dutzend Zeilen auswendig lernen, die ich abfassen und einrücken möchte? Ja, gnädiger Herr, sehr gut. Folgt dem Herrn, und dass ihr euch nicht über ihn lustig macht. Meine guten Freunde, ich beurlaube mich von euch bis abends. Sehr wohl, gnädiger Herr. Nun, Gott geleit euch. Jetzt bin ich allein. Oh, welch ein Schurk und niederer Sklav bin ich. Schleiche umher wie Hans der Träumer, meiner Sache fremd, und kann nichts sagen. Nicht für einen König, an dessen Eigentum und teurem Leben verdammter Raub geschah. Bin ich eine Memme? Ich hege Taubenmut. Mir fehlt's an Galle, die bitter macht den Druck. Sonst hätte ich längst des Himmels Geier gemästet mit dem Aas des Sklaven. Blutiger, kupplerischer Schurke, fühlloser, falscher, geiler, schnöder Schurke. Ha! Welch ein Esel bin ich, dass ich, der Sohn von einem teuren Vater, der mir ermordet ward, von Hölle und Himmel zur Rache angespornt, mit Worten nur, wie eine Hure muss mein Herz entladen und mich aufs Fluchen legen, wie ein Weibsbild, wie eine Küchenmagd. Pfui drüber! Frisch ans Werk, mein Herren. Ich hab gehört, dass schuldige Geschöpfe, bei einem Schauspiel sitzend, durch die Kunst der Bühne so getroffen worden sind im innersten Gemüt, dass sie sogleich zu ihren Missetaten sich bekannt. Denn Mord, hat er schon keine Zunge, spricht mit wundersamen Stimmen. Sie sollen was wie die Ermordung meines Vaters spielen vor meinem Oheim. Ich will seine Blicke beachten, will ihn bis ins Leben prüfen. Stutzt er, so weiß ich meinen Weg. Der Geist, den ich gesehen, kann ein Teufel sein. Der Teufel hat Gewalt, sich zu verkleiden in lockende Gestalt. Ja, und vielleicht bei meiner Schwachheit und Melancholie täuscht er mich zum Verderben. Ich will Grund, der sicherer ist. Das Schauspiel sei die Schlinge, in die den König sein Gewissen bringe.